Street Fighter V hat ein paar Probleme. Dazu zählen ein lachhafter Story-Modus, zu wenige Modi, eingeschränkte Multiplayer-Lobbys, limitierte Steuerungsoptionen, Serverprobleme und eine allgemeine Inhaltsarmut. Ich habe ebenfalls ein Problem. Mir macht dieses Spiel trotz des Wissens über diese Missstände nämlich unheimlich viel Spaß. Warum der Kern von Capcoms neuem Street Fighter bei mir so gut zündet und warum manch geneigter Prügelspielspieler hier definitiv die Finger von lassen sollte, das erfahrt ihr jetzt. Es gibt eine Spielergruppe, die Street Fighter V direkt mal von ihrer Einkaufsliste streichen dürfen. Wer hier nämlich gelungene und über lange Zeit fesselnde Singleplayer-Inhalte sucht, hat sich einfach in der Straße geirrt. Während die letzten Mortal Kombat-Spiele und Titel wie Persona 4 Arena ausgefeilte Story-Kampagnen lieferten, setzt uns Street Fighter V einen fast schon peinlichen Einzelspieler-Modus vor den Arcade-Stick. Mit jedem der 16 Charaktere kann ich 3 bis 4 Story-Kämpfe bewältigen, die von gering animierten Zwischensequenzen und oft nicht sonderlich hübschen Comic-Einspielern begleitet werden. In diesem Modus habe ich zwar alle Charaktere einmal kennengelernt, aber nach unter 2 Stunden war der Spaß dann auch schon wieder vorbei. Dann bleiben mir solo nur noch der Trainings- und Survival-Modus und dort warten keine großen Überraschungen auf mich. Wobei mir gerade der in 4 Schwierigkeitsstufen unterteilte Survival-Modus noch ganz gut gefällt, da man dort seinen Score gegen Boni im Kampf eintauschen kann oder etwa auf die Hälfte des Lebens verzichtet, um extra Punkte zu bekommen. Das Ganze bildet dann ein ganz nettes Risk-Reward-System. Mehr als Charakterfarben kann ich in den Einzelspieleroptionen aber nicht freischalten. Die alternativen Kostüme aus dem Story-Modus lassen sich erst mit einem künftigen Update via Shop erwerben. Zwar geht das dann auch mit der kreativ betitelten Ingame-Währung Fight Money, gerade einem sonst so inhaltsarmen Spiel hätten freischaltbare Boni wie zusätzliche Kostüme aber sehr, sehr gut getan. Mit besagtem Fight Money lassen sich künftig übrigens auch DLC-Charaktere freispielen, sodass nicht zwingend das Portemonnaie gezückt werden muss. Nach Komplettierung des Story-Modus und einiger Survival-Runden hatte ich recht fix über 200.000 Fight Moneys zusammen, damit lassen sich in Zukunft bereits 2 Charaktere erwerben. Besagte Zukunft ist dann auch der große Hoffnungsträger für dieses Spiel. Ein Cinematic-Story-Modus mit inszenierten Zwischensequenzen soll noch kommen, genauso wie ein Challenge-Modus mit täglichen Herausforderungen und jeden Monat neue Kämpfer über das nächste halbe Jahr. Es wird sich noch zeigen, ob diese Modi dann auch auf lange Sicht faire Möglichkeiten bieten, Fight Money zu verdienen und ob dieses DLC-Modell von Capcom funktioniert. Neben lokalem Versus-Multiplayer lassen sich Battle-Lounges erstellen, also Räume für Casual-Matches mit bis zu 2 Spielern online. In einem kommenden Update soll diese Zahl auf 8 erhöht werden. Warum das jetzt noch nicht möglich ist, bleibt mir ein Rätsel. Solche Freundschaftsmatches lassen sich auch über normales Matchmaking austragen. Den Kern meiner Street Fighter V-Erfahrungen bildeten aber die Ranked-Matches, also Kämpfe, die meinen Online-Rang erhöhen. Und meine Güte, was für einen Spaß ich hier bereits hatte. Das kompetitive Spiel in Street Fighter V ist wirklich ein Genuss, weil das Kampfsystem dieses Prügelspiels einfach genau das ist, was ich mir erhofft hatte. Eine weiterentwickelte, sich aufs Wesentliche konzentrierte Version seines Vorgängers nämlich. Während mir Street Fighter IV mit seinen Focus-Attack-Dash-Cancels und sonstigem Tech nämlich irgendwann zu viel wurde, bietet das neue Wii-System in Teil 5 eine überschaubare, aber taktisch tiefgreifende Neuerung. Jeder Charakter greift jetzt auf eine sich bei zunehmenden eingesteckten Treffern aufladende rote V-Leiste zu, die gleich mehrere Fähigkeiten ermöglicht und diese Fähigkeiten steuern sich bei jedem Charakter genau gleich. Da wäre etwa der Wii-Skill eine individuelle Fähigkeit, die keine Ressourcen kostet, dafür aber die V-Leiste auflädt. Ryu kann so etwa nahende Feuerbälle einstecken, während Nekali mit einem Schlag auf dem Boden eine Erschütterung unter dem Gegner auslöst. V-Reversals sind eine Art Konterangriffe, die einen Balken der V-Leiste verschlingen. Der V-Trigger verbraucht die gesamte Leiste, löst aber auch besonders mächtige Fähigkeiten aus. Das können besondere Attacken sein oder, wie im Falle meines aktuellen Hauptcharakters Nekali, eine Art Super Saiyajin-Modus, der mich stärker macht und meine Special Moves modifiziert und zudem noch wahnsinnig cool aussieht. Die blaue X-Leiste kehrt aus Street Fighter 4 zurück und ermöglicht erneut stärkere Versionen von Special Moves oder bei Verbrauch der gesamten Leiste eine sogenannte Critical Art, also das, was früher die Super- bzw. Ultra-Kombos waren.
gepaart mit den bekannten Street Fighter-Mechaniken aus leichten, mittleren und schweren Schlägen und Tritten, Griffen und Spezialmanövern, wird hier draus eines der besten Kampfsysteme des Genres. Sicherlich werden mit der Zeit neue Techniken und Kombos von der Spielerschaft entdeckt werden und ich werde erneut an meine Grenzen stoßen. Nach meinen bisherigen 30 Spielstunden ist dieser Punkt aber noch lange nicht erreicht. Nein, ich prügele mich weiterhin mit Nekali von Sieg zu Niederlage, Niederlage zu Sieg. Und ja, das kann schon frustrierend sein, wenn man mal haushoch gegen Nash oder M. Bison verliert, aber mir ist auch immer bewusst, dass es meine eigenen Fehler sind, die mich ein Match verlieren lassen. Und mein Gott, mache ich noch viele Fehler, aber ich habe auch sehr viel Freude dabei, aus diesen Fehlern zu lernen und merklich besser zu werden. Und ja, dieses Spiel muss man lernen, man darf keine Angst davor haben, mehrmals hintereinander online aufs Maul zu bekommen. Das wird nämlich definitiv passieren. Es bedarf Zeit im Trainingsmodus, viel Online-Erfahrung gegen echte Kontrahenten und vielleicht auch das Lesen oder Anschauen von Tutorials im Netz, um hier besser zu werden, da das Spiel selbst recht wenige Systeme anführt, die den Spieler mehr als die Basics beibringen. League Points oder Liga-Punkte bilden die Basis des Rangsystems in Street Fighter V. Zu Beginn bringt jedes gewonnene Match um die 60 Punkte, ein Verlust zieht dann aber um die 30 Punkte ab. Ab 500 Punkten steigt man von der Rookie in die Bronze-Liga auf, ab 1000 Punkten geht es dann in die Super-Bronze-Liga, in der eine Niederlage genauso viele Punkte kostet, wie ein Win einbringt. Und genau dort versuche ich gerade Fortschritte zu machen. Ab 1500 Punkten geht es dann auf Ultra-Bronze zu, im Anschluss auf Silver und so weiter. Das Matchmaking war in meiner Erfahrung meist fair, es ist aber auch schon mal vorgekommen, dass mir ein Spieler begegnet, der deutlich mehr LP und damit auch mehr Erfahrung hatte als ich. Meist lande ich dann im digitalen Dreck, aber es ist auch unfassbar befriedigend, einen solchen Spieler dann zu besiegen. Ich spiele zwar überwiegend mit Serienneuzugang Nekali, habe aber auch alle anderen Kämpfer bereits angespielt. Rashid, Laura und Fang sind ebenfalls Neulinge im Straßenkampf. Vor allem Fang mit seinem extravaganten Aussehen und giftbasierten Kampfstil spielt sich erfrischend anders und sticht herrlich aus der Kämpferriege hervor. Überhaupt bin ich recht froh, dass Street Fighter V auf eine überschaubare Anzahl an Charakteren setzt, die sich dafür alle sehr unterschiedlich spielen. Sogar Ken wurde stark überarbeitet und fühlt sich nun nochmal deutlich anders an als sein Gegenstück Ryu. Online begegnet man leider weiterhin überwiegend Ryus und Kens und viel zu wenigen Fangs und Birdies, zumindest in meiner zugegebenermaßen sehr subjektiven Erfahrung mit dem Spiel. Also ja, ich habe wirklich viel Spaß mit Street Fighter V. Die anfangs noch sehr instabil laufenden Server scheinen in den letzten Tagen auch deutlich besser geworden zu sein. An der Präsentation dieses Spiels habe ich wenig zu meckern, Charaktermodelle und insbesondere die Effekte und Animationen sind fantastisch, die Hintergründe wirken stets lebendig, sind aber oft auch etwas verwaschen und matschig. Der Soundtrack wiederum ist für mich ein kleines Highlight, gerade Cammys, Rashids, Nekalis, Fangs oder Kens Theme laufen bei mir auch gerne mal außerhalb des Spiels im Hintergrund, weil sie einfach so verdammt catchy sind. Ich hoffe wirklich, dass Capcom mit diesem verpatzten Launch nicht allzu viele Spieler verschreckt hat. Dieses Kampfsystem verdient es, nämlich gespielt zu werden. Mich ärgert dabei, wie einfach es für die Japaner gewesen wäre, diese Missgunst in der Spielerschaft zu vermeiden, indem man entweder noch eine Weile gewartet hätte oder den Release entsprechend als Starter-Edition für Prügelspiel-Enthusiasten gekennzeichnet hätte. Denn, und das muss jedem potenziellen Käufer klar sein, hierbei handelt es sich vom Umfang und von den grundlegenden Spielfunktionen her wirklich noch um eine Early Access Version. Es muss also noch ordentlich gepatcht werden. Dieses Spiel braucht mehr nativen Support für weitere Controller und Arcade Sticks, Mechaniken gegen Rage Quitter und ja, die gibt es bisher noch nicht so wirklich, bessere Möglichkeiten zur Tastenneubelegung für Tastaturspieler, größere Battle Lounges für Freundschaftsspiele und auch bessere Systeme, um Neulingen die Nuancen des Kampfsystems beizubringen. Das haben inzwischen sogar Indie-Konkurrenten wie Skullgirls bereits besser gemacht. Ich entlasse euch also mit gemischten Gefühlen aus diesem Video. Ich habe bisher wirklich meine helle Freude mit diesem Spiel, kämpfe mich online von Match zu Match und versuche dieses tolle Kampfsystem zu erlernen, während mir die eingängige Musik
nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Gleichzeitig ärgern mich diese ganzen Stolpersteine, die Capcom seinen Spielern hier in den Weg gelegt hat. Dieser Street Fight findet also momentan noch auf Kopfsteinpflaster statt. Bleibt uns nur zu hoffen, dass hier bald asphaltiert wird. You win. Das war's mit meinem kurzen Blick auf die aktuelle Version von Street Fighter 5. Ich empfehle euch jetzt ganz, ganz, ganz dringend, die letzte Folge von Ein Leben mit Harry Potter zu schauen von Robin. Dort ist jetzt Folge 3 erschienen. Eine halbe Stunde beschäftigt er sich dort mit zwei weiteren Harry Potter Filmen. Schaut euch das unbedingt, unbedingt an. Falls ihr ein bisschen mehr Street Fighter sehen wollt, wir haben im Livestream ein bisschen gegen die Community gezockt. Dort könnt ihr euch das Spiel also mal in Aktion ansehen. Und ich empfehle euch noch meine letzte Review zu Gravity Rush Remastered. Ein wunderbares kleines PlayStation 4 Kleinod, das mal auf der Vita erschienen ist vorher und jetzt in einer Remastered-Fassung auch auf der großen Konsole spielbar ist. Ich wünsche euch dabei schon mal viel Spaß und hoffe, dass ihr uns vielleicht in Zukunft mal unterstützen werdet auf patreon.com/hook. Dort kann man uns finanziell monatlich unterstützen, was das Ganze hier überhaupt erst möglich macht. Es gibt aber noch ein paar andere Möglichkeiten, wie Affiliate-Links von Amazon oder Audible. Die findet ihr alle in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.